Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Elex. Beim letzten Mal, ja, haben wir ein bisschen Kaya geholfen und sind dann hier hochgeklettert für 50 Elexit. Und jetzt stürzen wir uns hinab und gucken mal, dass wir endlich mal ein bisschen uns, wow, ganz ruhig, im Tal der Verbannten umsehen. Ich meine, ich war ja hier eigentlich hingegangen, weil irgendwas von der Höhle da in dem einen Zettel gestanden hat. Aber wirklich finden konnte ich sie leider nicht. Aber gut, ich meine dafür... Ja, und da ploppte Kaya einfach ins Bild. Sehr gut. Ja, so kann man natürlich auch ermöglichen, dass die Leute einem immer wieder folgen. Oder dass die dass es nicht so passiert wie in Gothic 2, wo die Leute plötzlich weg sind, indem man sie einfach immer wieder aufploppen lässt. Das ist natürlich... Da braucht man sich dann keine starke, kein gutes Folgeskript überlegen, weil... Also kein gutes hier NPC-Folgt-Skript überlegen, weil... Der NPC ploppt einfach immer wieder, wenn er nicht mehr folgen kann. Naja, gut. Aber insgesamt ist ja schon ein bisschen besser gemacht, muss man auch fairerweise sagen. Schon allein dadurch, dass die fliegen können, ist es schon besser gemacht. Das Einzige, was schlimm ist, ist, dass sie manchmal halt die Angewohnheit haben, wenn du zum Beispiel über einen Lavasee fliegst oder sowas. Sie gehen ja eigentlich nicht mit dir mit, wenn es irgendwo so ein Feuer oder wenn du irgendwo Feuerschaden kriegst, eben damit sie nicht einfach sterben. Aber... Da oben ist ein Haus, wie kommt man denn da hin? Ah, da unten lang. Was wollte ich jetzt sagen? Aber wenn du halt drüber fliegst und sie nicht merken, dass sie in diesen Bereich kommen und dann schlecht landen, dann, ja, passiert das halt dann auch mal ganz nett. So, wir wollen uns heute wahrscheinlich auch mal ein bisschen bei dem See vielleicht umsehen. Ein Terrorvogel. Ja gut, sonderlich stark ist der jetzt nicht. Dafür, dass der so einen Terror hier macht. Alter, 90 Erfahrungspunkte für das schwache Vieh. Ich finde halt irgendwie, wie gesagt, das Balancing ist halt komisch. Manchmal Hinterlassenschaft eines Verbannten, okay. Manchmal gibt es sau viel Erfahrungspunkte, manchmal gibt es sau wenig Erfahrungspunkte. Ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht bin ich einfach nur ein ganz komischer Spieler, der halt mit manchen Gegnern viel, viel mehr, viel, viel einfacher klarkommt. Aber auch Drohbrief. Wenn du uns noch einmal minderwertigen Mist teuer verkaufst, wirst du bald Dünger für deine Kräuter sein. Der Brief enthält die Drohung eines mir unbekannten Verbannten. Oh, den müssen wir irgendwo gefunden haben. Achso. Ich dachte schon, das war jetzt ein Brief an mich. Gestern hatte ich eine wichtige Erkenntnis. Ich bereue meine Verbrechen und würde vieles ungeschehen machen, könnte ich noch einmal zurück. Ich weiß, dass wir Berserker an die Gegebenheiten an dass wir Berserker an die Gegebenheiten anpassen müssen, wenn wir in dieser verfluchten Welt überleben wollen. Wir haben zwar einen guten Weg gefunden, doch ist es nicht der Weisheit letzter Schluss. Klar sieht man sich an, was wir hier in Edan aus dem Nichts und der Zerstörung erschaffen haben, kann man nur stolz darauf sein. Doch wird es immer schwieriger, den jungen Leuten zu vermitteln, lieber den Schwertkampf zu lernen und auf die Magie zu vertrauen, als den hochtechnisierten Versuchungen der anderen Völker zu erliegen. Der leichte Weg ist nicht immer der beste und unser Erfolg gibt uns ja auch recht, aber... In Goliath spricht niemand darüber, aber man merkt schon heute den inneren Konflikt, den jeder von uns mit sich selbst austrägt. Am Ende werden wir uns selbst eingestehen müssen, dass das alte Gesetz in vielen Punkten längst überholt ist und erneuert werden muss, wenn wir unsere Gemeinschaft zusammenhalten wollen. Andernfalls wird die Anzahl der Verbannten hier unten im Tal noch drastischer ansteigen. Okay. Ja gut, das mit den Gesetzen hatten wir ja auch schon festgestellt, so da vorne. Hier sind ganz viele rote Punkte. Entweder es sind Viecher oder Banditen. Oh, Mana. Da steht auch schon einer hinter zwei. Das gefällt mir gar nicht. Sieh an, ein Neuer im Tal des Todes. Egal, warum du hier bist. Wenn du die Gelegenheit hast, kehr um. Ja, pff, an sich schon richtig, aber die Sache ist, ich muss hier rein. Ich kann auf mich aufpassen. Es ist nur ein Rat, von einem Freund zum anderen. Du kannst froh sein, dass du zuerst auf uns getroffen bist. Andere würden dir keine Chance geben, wieder zu verschwinden. Hier kämpft jeder für sich. Du darfst niemandem trauen. Merk dir meine Worte. Vertraue niemandem. Besonders nicht uns. Ja. Jetzt bist du dran. War ja klar, so wie die sich schon aufgestellt haben. Was hatten die für ein geiles Schwert? Die hat ein Energieschwert dafür, dass die eine Verbannte ist. Warum hat die ein Energieschwert als Verbannte? So, die ist auch schon mal tot mit ihrem blöden Energieschwert.
Die mit ihrem blöden Puls. Kaya, mach mal was. So, der eine ist aber gleich tot. Da ist er tot. Ich weiß nicht, warum ich sie gerade nicht anvisieren kann. Das ist manchmal ein Fehler, der passiert. Nicht gut. Beziehungsweise, gar nicht sagen gut. Wir so, warum es mir nicht gezeigt wird. Das ist da manchmal ist so ein komischer so Fehler. So, Freunde. So viel dazu. Dann würde ich mal ganz kurz sagen, legen wir mal schnell wieder das gebratene... Wo ist mein gebratenes Fleisch da? Das gebratene Fleisch, ganz ehrlich, die Drohne ist sowieso sauschwach. Und ich würde auch mal ganz gerne wieder, nur so zur Sicherheit, den kleinen Energiespeicher hier rauflegen. Ganz ehrlich, ich brauche die Rüstung nicht. Ich habe eine bessere Variante davon. Ich habe es halt nur in der einen Sache gemacht, weil ich gesehen habe, dass man die stacken kann. Aber in den meisten Fällen ist es jetzt nicht so wichtig, die zu stacken. Finde ich jetzt zumindest. Kann halt hilfreich sein, muss es aber nicht. So, dann sehen wir uns jetzt hier mal ein bisschen um. Hier sollen wir... Was war denn eigentlich die Aufgabe nochmal? Ja, die haben wir so früh bekommen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Hakon möchte, dass ich mich auf der Suche nach ein paar versprengten... Ach so, wir sollen Alps suchen. Okay, alles klar, wir sollen Alps suchen. Verstanden. Ja, hier sind tote Berserker und irgendwelche Viecher. Hier sind keine Alps, so viel kann ich sagen. Das ist auf jeden Fall ein Wühler. Oh, der ist schon fast tot. Wahrscheinlich haben die hier gegen irgendjemanden gekämpft. Wahrscheinlich gegen die Berserker. Unten ist ein Terrorvogel. Kommt der jetzt hier hoch? Ach komm, du blöder Vogel, du hast doch keine Chance. Warum hält denn der diesmal so viel mehr aus? Oder habe ich den nur schlecht getroffen? Warum ist meine Ausdauer schon runter? Bin ich aus Versehen die ganze Zeit gerannt? Na gut. So, da unten gehen wir gleich. Oh, ich glaube, da kommen jetzt die Viecher an. Ich hau mir schon mal den Körperschild rein. Na kommt, ihr blöden Bühler. Oh, die müssen hier gegen die Viecher gekämpft haben. Sehr gut. Der andere hatte keine Lust. Das ist ja perfekt. Ich habe auch das Gefühl, Kaya macht zumindest etwas Schaden jetzt. Ich habe sie ja verstärkt, meine Teamkollegen. Immer noch komisch, dass ich das skillen muss, meine Teamkollegen zu stärken. Und zack. Alter, den machen wir ganz gut fertig, muss ich mal sagen. Ich meine, wir haben das, den Vorteil, dass er sich gerade auf Kaya konzentriert. Huch. Das ist immer ein riesiger Vorteil, aber wie gesagt, solange du gegen einen kämpfst, ist es fast immer auch schon recht hilfreich. So, das sind ganz viele tote Verbannte hier. Noch ein Verbannter. Ach nee, ist eine Verbannte. Entschuldigung, das wollte ich nicht. So, da hoch müssen wir offensichtlich. Wir müssen hier nach links. Ah, guck mal, da stehen sogar noch Typen. Die sind noch nicht tot. Aber da die mir als Feinde markiert werden, gehe ich mal nicht davon aus, dass die mir jetzt hier irgendwas erzählen werden. Nach Alps sehen die aber ehrlich gesagt nicht aus. Ich helfe dir! Die hat auch so ein super geiles Schwert, ey. Wo haben die alle her? Warum haben die alle so super tolle, aufgewertete Schwerter? Ich dachte, das sind Verbannte. So, tschüss, du blöder Mistkerl. Der wäre tot. Wie viele leben denn noch? Ah, guck mal, Kaya kann... Also zumindest gegen menschliche Gegner kann sich was machen. Das ist ja schon mal was. Keine Spur von den Alps. Ja, das hätte ich dir sagen können, als ich gesehen habe, dass hier keine Alps stehen, sondern irgendwelche anderen Typen. Die hätten sich ja schon gegenseitig angegriffen. Aber hey, du bist ja der Detektiv, ne? Nicht ich. Okay, da ist auf jeden Fall... Das könnte entweder ein Haus sein, wo es ein Kartenstück zu finden gibt, oder es ist eins von diesen vier Häusern. Deswegen werden wir uns auf jeden Fall mal umsehen, bevor wir hier irgendwann wieder hinkommen müssen. Also wie gesagt, die Kartenstücke... so blöd, das werde ich halt nicht anfangen zu suchen. Wie gesagt, es gibt null Hinweise darauf und... Ja, es muss dann ehrlich gesagt nicht sein. Man könnte es mit einem Guide machen, aber ganz ehrlich, wenn ich es mir mit einem Guide, kann ich mir auch einfach durchlesen, was die Belohnung ist und werde dann wahrscheinlich sagen, na gut, es lohnt sich jetzt nicht so unbedingt. Also ich kann mir ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was, selbst wenn da die beste Rüstung im Spiel drin ist, ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das, oh, ein Jagdbogen, guck mal einer an, ob das wirklich am Ende dazu führt, dass sich das lohnt. Die ganze Zeit da reinzustecken. Müsste man gucken. Also wenn es eine... Ich meine, wenn es eine gute Rüstung oder wenigstens eine gute Waffe wäre, könnte man sagen, ja, es könnte sich lohnen. Warum nehme ich eigentlich das ganze Zeug hier mit?
aber für nur Elixit oder sowas, ich weiß ja nicht. Sau viel Klebeband. Hier scheint aber nichts ansonsten zu... Oh, hier geht's noch rüber. Tja, da haben sie sich ja was ausgedacht. Aber lustigerweise, die haben hier so ein Teil hingelegt, damit sie rüberkommen können, aber hier keinen Weg, um da irgendwie hinzukommen. Das ist auch bescheuert. Also, oder vielleicht ist es einfach nur eingebrochen. Ich komme nicht mehr durch. Die Straßen sind komplett dicht. Überall Leute. Was ist das? Da hinten hat sich ein Mob zusammengetan. Was? Das sieht übel aus. Ich muss Schluss machen. Musste wohl. Okay. Warte mal, jetzt will ich mal kurz was gucken. Ein Mob. Interessant. Geheime Sprachaufnahme, das war was anderes. Überwachungsaufzeichnung war auch was anderes. Alte Gespräch, alte Sprachaufnahme. Nee, es könnte also sein, dass hier vielleicht noch mehr sind. Ich wollte bloß halt gucken, ob vielleicht einfach bloß die an verschiedenen Orten manchmal sind und einfach nur mit alte Sprachaufnahme gekennzeichnet sind. Erstmal hole ich mir die Truhe hier. Okay. Jetzt. Und jetzt hoch. Ach, komm schon. Das so. War wohl nichts. Wie waren das jetzt? Warte, die zwei hier hinten, ne? So, die zwei. Dann den. Dann den. Dann die zwei. Ach, come on, ey. Immer den längsten Weg, ne? Zu einfach. Ja, ja, Jax. Sprengraketen, nicht schlecht. Und ein großer Elixitbeutel. Naja, immerhin. Hat sicher... Ach, guck mal, da ist die eins. Ich kann nicht glauben, für welchen Unsinn sich die Nachrichten mittlerweile hergeben. Ein Meteor. Als ob in den nächsten Monaten wirklich irgendwas passiert. Erstmal abwarten. Bald geben sie bekannt, dass es eine Fehlmeldung ist. Wir werden auf keinen Fall in Panik verfallen. Wir lassen die Kinder in der Schule. Heute Abend wird der ganze Spuk wieder vorbei sein. Ah ja. Wisst ihr, was ich dann mal ganz kurz mache? Dann kann ich ja mal ganz kurz... Ah, das kann ich nicht aus dem Inventar benutzen, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Die Objektsicht? Nee, da muss ich erst einen Quickslot zuweisen. Ach, das ist doch doof. Also sowas finde ich dann dumm, muss ich mal ehrlich sagen. So. Gucken wir mal, ob wir die letzte Sprachaufnahme auch noch finden können. Wäre ja an sich recht cool. Könnte halt überall sein hier. Das ist Elex. Das sind nur irgendwelche Krüge. Und eine Magnesiumfackel. Die lohnt sich ja wenigstens. Bin ich jetzt hier eigentlich gelandet? Was ist das denn? Munition? Ah ja, Brennstoff. Oh, aber wo die letzte Sprachnachricht sein soll, sagt mir auch mein Auge nett. Ist auch viel zu kurz, muss ich mal sagen. So Metallschrott, ne? Könnte halt überall sein. Ich aktiviere es nochmal. Achso, hat eine Abklingzeit. Okay. Wäre jetzt ja schon interessant, wobei es jetzt auch nicht so klingt. Also ich denke mal, in der zweiten Nachricht wird dann irgendwas mit dem Meteor kommen. Und in der letzten war ja dann irgendwie ein Mob oder sowas. Also ich bezweifle mal, dass da jetzt irgendwie noch der riesige Mega-Hinweis kommt. Gucken würde ich trotzdem nur mal ganz kurz. Gerne, aber ich glaube ganz ehrlich. Habe ich da oben schon geguckt? Nee, hier war ich noch nicht. Hier gibt es ein Holzschild. Und Elixit und Klebeband. Na komm, hier muss doch die letzte Sprachnachricht sein, oder? Was ist das denn? So, zeige ich mir mal. Ach, hier ist noch so viel Zeug. Haufen Antitoxin. Das ist Klebeband. Ich versuche das gerade zu erkennen. Das sind Teller. Ich sehe ja ehrlich gesagt keine Nachricht. Also nichts, was irgendwie diese Form hat. Das ist irgendein Messer, oder? Ich sehe hier keine Nachricht. So was Doofes. Die hätte ich jetzt schon noch gerne gefunden, muss ich ja sagen. Das da ist Elixit, oder? Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme gerade. Einfach hier unten lang. Ach, das ist aber auch zu kurz, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da wird sich, na gut, vielleicht ist es dann doch mal ganz sinnvoll, vielleicht sich diese Brille zu besorgen, die das kann
Muss ich nochmal schauen, ob wir die irgendwo mal finden. Ich glaube, man kann sie im Notfall bei den Outlaws kaufen. Je nachdem, wie viel Geld ich habe, werde ich das vielleicht nochmal irgendwann machen. Ich schneide hier mal ganz kurz, vielleicht finde ich die Sprachaufnahme ja noch. Bis gleich. Aber ich saß jetzt auch ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht ewig lang suchen. Wir sehen uns aber auf jeden Fall gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Ich habe gerade was gedacht. Ich meine, ich habe noch ein bisschen rumgesucht, aber ich habe gerade was gedacht. Das hier sind ja nicht die beiden einzigen Gebäude. Vielleicht ist hier drüben noch in dem Gebäude die letzte Sprachaufnahme. Vielleicht gehört das ja dazu. Oh, bist du ein Bandit? Scheinbar nicht. Tag auch. Das Mana muss fließen. Ach, das ist der Typ, für dessen Verbannung wir verantwortlich sind. Ich erinnere mich. Ah ja, was der hier rumsitzt unter all den Banditen ist mir zwar auch ein Rätsel, aber okay. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist ja hier irgendwo noch was, weil das hier ist ja immerhin auch ein Gebäude. What the fuck? Kommt her. Ich mache euch alle fertig. Oh Gott. Erstmal die mit dem blöden Bogen. Oder Armbrust oder was das ist. Der trifft ja nicht mal auf kurze Distanz. So, Freunde, so geht das. Bisschen Blitzschaden hier. Oh, super, Kaya. Das macht sie ja echt gut. Muss ich ja mal lassen. Mist. Da war ich ein bisschen... Da habe ich ein bisschen zu spät gerollt. So, sehr gut. Elexit kriegt man ja immerhin von den Typen immer ganz gut. So, ich glaube, da es jetzt eh langsam Nacht wird, können wir uns dann vielleicht auch irgendwo mal kurz schlafen legen. Ich meine, Kaya muss ja offensichtlich nicht schlafen. Zumindest macht sie das nie. Ist die Frage, vielleicht ist ja hier was. Ach, guck mal, hier sind aber auch schon welche Tor... Ah, ne, das waren wir ja gerade. Ja, hier sind... Also, was hier wohl passiert ist? Mensch, es sieht so aus, als hätte hier sie irgend... Als wären sie von irgendjemandem getötet worden. Wer kann das bloß gewesen sein? So, auf jeden Fall da drüben mal gucken. Da könnte ja irgendwas drin versteckt sein. Wobei ich mich frage, wenn die Typen hier rumsitzen, warum sind dann hier diese Sprachaufnahmen überhaupt noch? Haben die sich irgendwie dafür interessiert, oder? Hier ist ein Heiltrank immerhin. Guck mal einer. Und eine Handgranate. Na, sieh mal einer an. Aber ansonsten ist jetzt hier irgendwie nichts weiter. Dann ist die letzte Sprachnachricht vielleicht wirklich noch da drüben. Ach, ich weiß es nicht. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass wir damit irgendwie jetzt was mega Großes verpassen würden, glaube ich. Gefunden hätte ich sie natürlich aber trotzdem ganz gerne. So, morgen, Kaya. Ich meine, das ist ja nun mal so. Man hat ja so diesen Vervollständigungsdrang, aber ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt null Lust, da 50.000 Jahre rumzusuchen. Ah, da drüben ist auch noch ein Gebäude. Gehört das vielleicht auch noch? Da sind aber viele Viecher. Vielleicht ist die Nachricht ja da. Das wäre zumindest schön. Dann hieße das nämlich, ich habe nicht hier zwingend eine übersehen. Ich glaube es zwar fast schon, wenn hier die 1 und die 3 war, dass ich wahrscheinlich einfach eine übersehen habe, aber... Ja, wie gesagt, ich habe halt alles abgesucht. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Ja, hier ist noch am sichersten, möchte ich mal sagen, da wir hier schon alles getötet haben, Kaya, aber okay. Ja, wir gucken mal da drüben, da scheinen ja noch Gebäude zu sein. Also da waren wir ja auch schon vorhin, aber da haben wir noch nicht reingeguckt. Da haben wir uns ja erstmal mit irgendwelchen Viechern angelegt. Ominöser Zettel. Guck mal, den habe ich zum Beispiel noch nicht gefunden. Was schreibt der denn so ominöses... Ah, den haben wir schon mal gefunden. Fred war hier. Achso. Okay. Nur ein Gag. Alles klar. Kralle. Guck mal einer an. Vielleicht finden wir ja noch heraus, was es mit denen auf sich hatte. Mit einer Kralle. Also, ich meine, wir haben schon mal was von... Ja, ich sag mal dazu noch nichts. Ich sag mal dazu noch nichts. Aber vielleicht erinnert sich ja der eine oder andere nochmal daran. Aber wie gesagt, es ist schon eine Weile her. Ich glaube nicht, dass sich da noch jemand an diesen kleinen Nebensatz, der da gefallen ist, erinnert hat. Erinnert. Ah, ein kleiner Mana-Trank. Kann ich verkaufen. Brauche ich ja eh nicht. Was ist denn das hier, ey? Ach so, das ist so ein Käfig. Bloß auf der Seite. Okay. Aber hier sind doch nirgends Leute in diesen Käfigen, oder? Ah doch, da sitzen tatsächlich Leute im Käfig. Beziehungsweise saßen. Jetzt ist er ja tot, da kann man das schlecht mehr sitzen nennen. So, aber hier scheint auch keine.
Nachricht zu sein. Ich war hier oben noch nicht. Eine Anleitung für einen Mana-Trank. Na gut. Hier ist auf jeden Fall noch eine Truhe. Eine Nuller-Truhe immerhin. Zu einfach. Immerhin 25 Elixir, das ist ja nicht schlecht, aber jetzt irgendwie auch nicht so der Hammer. Ich finde halt, wie gesagt, der ganze Loot, den man immer so findet, ist halt immer nur zum Verkaufen und nur selten hat man mal irgendwie das Gefühl, oh, ich habe was gefunden, was ich wirklich gebrauchen kann. Wobei man fairerweise sagen muss, das gibt es ja in vielen RPGs, weil das Problem ist ja, und das kann ich ja irgendwo auch nachvollziehen, wenn du halt RPGs hast, in denen du dich spezialisieren kannst auf bestimmte Kampfstile beispielsweise, dann kannst du entweder, du gibst Belohnungen aus für beide oder für alle möglichen Kampfstile immer, was dann schon, selbst dann hast du halt irgendwann das Gefühl, dass dir ja irgendwas fehlt, beziehungsweise, dass du wenig kriegst, weil du dauernd was findest, was du nicht gebrauchen kannst, oder nicht zu sein. Ach so, das war der nächste Ort. Oder man macht es halt so, dass man wirklich sagt, okay, Gaias Zorn. Man gibt hauptsächlich Sachen aus, die halt niemandem was bringen, aber man kann sie verkaufen und kann dann herstellen, was man will. Ein bisschen nachvollziehen kann ich es ja. Gaias Zorn. Ich brauche noch ein bisschen Konstitution dafür, dann könnte ich den führen, aber der ist sogar schwächer. Und das ist eine Spezialwaffe. Der letzte Meisterschmied Magalans schaffte es, diese legendäre Waffe mit Hilfe aller elementarer Urkräfte zu schmieden. Dafür ist es ja nicht so geil. Also, muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es eine langsame Waffe ist. Oh, Ring des Diebes. Ist das jetzt nicht so die Hammer. Die Hammerwaffe. Macht er denn? Einfach nur Geschicklichkeit plus 5? Ja, gut, für später halt wichtig. Wie gesagt, ab 60 ist das dann, glaube ich, kostet ja jede Level oder jede Attributssteigerung kostet dann ja 5 Punkte. Das wird dann schon recht heftig. Da will man dann vielleicht wirklich mit Tränken und sich mit Ringen Abhilfe schaffen, damit man halt auch die Waffen nutzen kann, die halt irgendwie 74 Stärke / Geschicklichkeit brauchen. Weil ansonsten kommt man da, glaube ich, kaum hin. Sag mal. So. Das nicht. Echt der kürzeste. Achso, nee. Habe ich gemeint, der kürzeste Weg ist nicht der kürzeste Weg. Zu einfach. Ja, ja, Jax. Mhm. Leider keine Audionachricht. Ich glaube, die gibt's gar nicht in diesen Kisten. Ich habe noch nie in dieser Kiste eine Audionachricht gefunden, glaube ich. Weil die ja automatisch abgespielt werden. Wahrscheinlich hat das damit zu tun. Oh, ein Geschoss. Ist das für meine... Ich glaube, das ist für den Raketenwerfer. Ich glaube, wir haben ja nur einen... Ich glaube, wir haben nur einen Granatwerfer, ne? Kein Raketenwerfer. Ach, guck mal, hier. Nee, das ist eine geheime Gesprächsaufzeichnung. Während der letzten Stunden ist überall Panik ausgebrochen. Die Corporation hat Ihnen einen Rettungstransport zur Verfügung gestellt, welcher Sie und Ihre Familie in Sicherheit bringen wird. Ich sage es nicht gerne, aber die Straßen sind jetzt schon komplett verstopft. Wenn die Leute herausbekommen, dass sie nicht sicher sind, wird auch hier Panik ausbrechen. Es bleibt Ihnen überlassen, wie Sie vorgehen werden. Nichts gut. Gar nicht gut. Achso, ich dachte, das kam aus dem Audiolog noch. Das ist aber der gleiche Typ, der gerade das andere besprochen hat, ne? Jetzt will ich aber mal ganz kurz was wissen. Alte Gesprächsaufnahme, geheime Gesprächsaufzeichnung. Muss ich davon jetzt auch noch zwei finden? Ach, verdammt. Also was heißt müssen? Aber guck mal, da kann man auch hochklettern. Heute wird eine kleine Erkundungsfolge. Passiert halt leider nicht so viel, aber... Ach, ich würde das halt schon gern finden, aber... Ich... Ach, hier gibt's halt so viel Zeug, was du immer mitnehmen kannst. Und vieles davon brauchst du halt nicht. Einen Krug, der irgendwie 2 Gold wert ist, beim Verkauf nur noch einer. Ja, was soll ich denn jedes Mal mit aufnehmen? Dann verpasst du natürlich die schönen Gesprächsaufzeichnungen vielleicht mal. Ich meine, das war die 3. geheime Gesprächsaufzeichnung. Vielleicht findet man die auch im Verlauf des ganzen verbotenen Tals. Bin mir nicht sicher. Ich habe aber jetzt schon das Gefühl, dass sie die so bezeichnet haben, dass du die an einem Ort mehr oder minder findest. Aber da ich jetzt hier nur eine gefunden habe...
bin ich dann schon wieder ein bisschen verwirrt, weil so ungenau sehe ich mich ja dann doch nicht um, dass ich jetzt irgendwie zwei mindestens übersehen haben müsste. Ich müsste ja zwei mindestens dafür übersehen haben. Das kann doch nicht sein, oder? Also so bin ich dann ja auch nicht drauf. Ich meine, da drüben war ja auch keine. Wir können mal ganz kurz gucken, an dieser Stelle, wo ich gerade gesehen habe, dass man hochfliegen kann. Vielleicht gibt es da ja noch was für uns. Ist hier noch irgendwas? Nö. Vielleicht gibt es da ja noch was für uns. Nur noch kurz hier hinterm Haus geschaut. Mal hier den... Okay, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. So, dann fliegen wir mal da hoch. Mal sehen, ob wir da jetzt was finden. Okay. Wenn das wieder nur 50 Elixit sind, ne? So, wollte auch sagen, hier kann ich auch einfach hochklettern. Kann ich währenddessen mal meinen... Ach, guck mal, hier sieht man den Aufzug. Kann ich währenddessen mein Jetpack mal aufladen, weil das brauche ich ja jetzt wieder. Eigentlich ganz nett hier. Ja, ja, das hast du schon mal gesagt. Eine Goldraune. Gut, die brauche ich für den Ausdauertrank. Dementsprechend nicht schlecht. Aber trotzdem, ach, das Ganze wieder für eine... Für eine schöne Aussicht und das war's. Also immer ein bisschen doof. Ich könnte mal auf dem Dach noch nachgucken von dem Gebäude, ne? Vielleicht... Oder war ich... Nee, ich war doch schon auf dem Dach. Da habe ich ja gesehen, dass man hier hochklettern kann. Tja, will ich jetzt nochmal... Pass mal auf, ich nehme mir mal ganz kurz noch 5 Minuten. Ich weiß, das ist wieder geschnitten. Nein, ich nehme mir nochmal ganz kurz 5 Minuten und gucke einfach nochmal. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht erklären, wo da noch welche sein sollen. Ne, ich gucke mal ganz kurz. Bis gleich. Ja gut, da bin ich wieder. Also, ich bin jetzt nochmal einmal alles abgegangen, aber ich habe jetzt ehrlich nichts gefunden. Und ich meine... Ja, also, ich finde es ein bisschen schade jetzt, aber... Ich meine, ich kann ja jetzt auch nicht Ewigkeiten hier rumsuchen. Auf die Möglichkeit, dass hier noch was sein könnte. Es ist ja nicht mal zwingend gesagt, dass das unbedingt alles hier sein muss, ne? Kommt ja leider auch noch dazu. Also was heißt leider? Das kommt ja dann auch noch hinzu. Dementsprechend, ja, also es könnte hier der Rest sein. Muss ja aber nicht, ne? Dementsprechend ist es jetzt auch ein bisschen übertrieben, hier vielleicht alles abzusuchen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und wir gucken mal lieber weiter. Wo ist denn der letzte Punkt, den ich eigentlich untersuchen soll? Ach Gott, der ist ein bisschen weiter weg. Da gucken wir gleich mal hin. Oh, so, wir können hier nach gruselig. Unten. Da kommen auf jeden Fall gleich ein paar Viecher, wenn ich hier nach unten gehe. Könnten wir durchaus mal machen. Und hier kommen wir, glaube ich, wieder an den Anfang, wo wir überfallen wurden, genau. Ich glaube, das endet am Ende in der gleichen Stelle, wenn ich mich nicht irre, oder? Ich glaube, ja. Wir können ja dann auch mal gucken. So, jetzt wollen wir hier noch ein bisschen vorankommen. Wir können ja nicht den ganzen Tag einfach nur rumsuchen. Das kann ja wohl nicht sein. Ich finde es interessant, dass die Verbannten, die ja rausgeschmissen wurden, dass die dann nicht mal wenigstens irgendwie zusammenhalten oder so. Ach. Nope. Könnt ihr voll vergessen, Freunde. Das mache ich nicht. Also so lebensmüde bin ich ja dann doch noch nicht. Ach, sehr doof. Ach, warte mal, aber... So wie ich das sehe, kann man irgendwo oben lang. Ja, da ist zum Beispiel ein Weg oben lang. Kommen die Viecher mir immer noch hinterher? Wollen mich verarschen? Was ist das da vorne denn für ein Gebäude? Ach, da... Boah, ich sag ja... Das Tal der Verbannten, ne? Okay. Wisst ihr was? Den Einzelnen da kann ich mir jetzt holen. Natürlich merken das die anderen alle sofort wieder, ne? Okay, leckt mich, Freunde. Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Ja, das meine ich halt. Also, vor allem die Menge an Monstern macht's halt dann irgendwann. Ich glaube, wir machen jetzt einfach hier den Abflug. Perfekt. So, hier sollten die ja nicht hinterherkommen. Wer denn? Also sie hat auf jeden Fall schon mal ihre Flammen gezückt, das ist ja schon mal was Gutes. Ja, hallo, mein Kleiner.
Ich meine, du bist ja dann überhaupt keine Gefahr. Muss man mal ganz klar sagen. Ach, guck mal, da ist Gift. Habe ich nicht Antitoxin gefunden? Aber wie ich da jetzt in diese Giftlache reinrenne. Das Problem ist halt, da können halt sogar noch Viecher drin sein und so weiter und so fort. Und ob ich da jetzt was Großes finde, ist halt dann die nächste. Ja, da ist sogar noch ein Vieh drin. Das heißt, ich müsste noch kämpfen, während ich was suche. Nee, danke. Das ist mir dann ehrlich gesagt zu viel. Ich meine, ich könnte es versuchen rauszulocken, eventuell. Aber wofür ist die Frage? Gibt es hier irgendwas Sinn? Also ich sehe nicht mal ein Haus oder sowas, das sich lohnen würde zu looten. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Dementsprechend bin ich da jetzt auch so ein bisschen, naja, etwas, naja, sagen wir mal so, ich bin noch etwas, nicht unbedingt gewillt, da runter zu gehen. So, aber hier will ich runtergehen, denn hier ist unser letzter Punkt, den wir absuchen müssen. Ach, und guck mal, wen wir da haben. Da sind sie ja. Halt, keinen Schritt weiter, wenn dir dein Leben etwas wert ist. Commander Nezol, wenn ich mich nicht irre. Was? Wie kannst du meinen Namen kennen, Mensch? Aber ja, jetzt erkenne ich dich. Commander Jax. Aber das ist unmöglich. Man sagt, du seist... exekutiert worden? Tja, fast hätten sie es tatsächlich geschafft. Hm. Wie ich sehe, bist du nun dein eigener Herr. Und dein Gesicht. Du hast deine Elex-Kräfte verloren, nicht wahr? Das ist gut. So haben wir eine reelle Chance gegen dich. Ach komm, ehrlich. das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ja, will ich denn gegen... Nur zu, ihr Separatisten seid keine Gefahr für mich. Also ich glaube, wir könnten sie besiegen. Die Alps sind ja teilweise schwächer als irgendwelche Viecher, gegen die man kämpfen muss. Frage ist, will ich nicht gegen sie kämpfen? Ich weiß ja nicht. Also, das sind ja wahrscheinlich die Alps, die wir für den einen Berserker erledigen sollen. Erst denken, dann handeln. Ich fang mal so an. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Nicht? Warum hast du dich dann in unsere Nähe begeben? Du bist jetzt ein Abtrünniger. Wie wir Separatisten auch. Aber heißt das auch, dass du dich unserem Kampf gegen die Elexitoren anschließen wirst? Naja, ich kämpfe ja schon gegen die Elexitoren, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ne? Ich werde meine Rache kriegen und wenn ich dabei untergehe... Ich will einfach nur keinen Ärger mit euch. Naja, ich will ja schon, aber das hat doch jetzt... Hat das jetzt was mit Rache zu tun? Und vor allem, ich will dabei eigentlich auch nicht untergehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, so weit bin ich dann auch noch nicht. Ich will einfach nur keinen Ärger mit euch. Nun gut. Ich glaube dir, obwohl ich spüre so etwas wie Überraschung darüber. Ich wundere mich, wie es ein einzelner Alp geschafft hat, sich der Kontrolle des Elex zu entziehen. Auch wir versuchen, keine Sklaven des Eises mehr zu werden. Doch haben wir schwer zu kämpfen mit dem Elex-Entzug. Wir können dem Elex nicht ganz entsagen, auch wenn wir es gerne wollten. Also, na, das klingt ja komisch. Warum nicht? Ich meine, bei Jax ist es einfach so passiert. Dabei müsste es für Jax doch eigentlich noch viel extremer gewesen sein, da es bei ihm ja so mehr oder minder ein kalter Entzug war. Während das andere Leute ja wahrscheinlich so langsam absetzen können, ne? Warum seid ihr zu den Separatisten übergelaufen? Wir waren Teil einer Kommandoeinheit der Alps. Alles begann nach einem verheerenden Angriff der Berserker. Wir waren einige Tage vom Elex-Nachschub abgeschnitten. Einige von uns begannen Gefühle zu entwickeln, einige sogar zu träumen. Es kam zu einem Zerwürfnis zwischen dem vorstehenden Elexitor Parsec und uns. Wir sahen, wir fühlten, etwas stimmte nicht. Es gingen Dinge in Xakor vor, die wir nicht gutheißen konnten. Elexitor Parsec merkte das und ließ uns hierher versetzen. Okay, und dann? Was ist dann passiert? Wir entfernten uns von unserer Einheit und flohen in die Wildnis hier. Wir konnten nun sehen und wir wussten, die Elexitoren würden alles versuchen, um das wieder zu ändern. Die Alps beschwören den eigenen Untergang herauf. Sich den Separatisten anzuschließen, ist die einzige logische Schlussfolgerung auf die geschehenen Ereignisse. Um die Alps zu retten, müssen die Elexitoren abdanken und die alte Direktive muss wieder befolgt werden. Wir müssen uns endlich wieder erinnern, wer wir einst waren, vor den Elexitoren. Okay. Würde mich jetzt mal interessieren, wie genau das denn vor den Elexitoren ausgesehen hat. Haben die da keinen Krieg geführt? Wie lange sind, also waren das früher, waren die Alps früher einfach nur friedlich oder haben die auch Krieg geführt und die stört nur, was die Elexitoren jetzt vorhaben? Das würde mich mal tatsächlich interessieren, ne? Wie steht ihr zu den freien Menschen?
Es muss einen anderen Weg geben, Elex zu fördern, als die freien Menschen in die Konverter zu stecken und auszubeuten. Nun, wir denken, irgendwann werden die Alps gewinnen. Aber was dann? Was passiert, wenn es kein Elex mehr gibt? Was passiert, wenn wir alle Rohstoffe verbraucht haben? Wir fürchten, das könnte den Untergang für alle bedeuten. Ja, und was ist jetzt nun genau dann der Plan? Die Absetzung des Elex ist der Plan, oder wie? Ihr versucht also wirklich, das Elex abzusetzen. Wir wollen uns nicht länger damit vergiften. Wir nehmen es noch, aber es kontrolliert uns nicht mehr. Das glaubt ihr wirklich, oder? Würde ich mich so gegen die Elexitoren äußern, wenn es nicht so wäre? Nein, wir bewahren uns lediglich die Stärke des Elex, soweit es nicht unseren freien Willen einschränkt. Es wird schwer, den freien Menschen dies zu vermitteln, solange ihr es immer noch nehmt, auch wenn es wenig ist. Die Outlaws haben ihre Stims, die Berserker das Mana und die Kleriker ihren Gott. Sie werden es akzeptieren. Aber was ist mit dir? Können wir dir denn trauen? Wie er so sicher ist, ja, die werden das schon akzeptieren. Warum sollten sie? Vor allem, weil die Kleriker ihren Gott haben. Ließ mich exekutieren, ich schulde den Elexitoren nichts. Sie können sonst, als hättet ihr keine andere Wahl. Würdet ihr das Elex auf... Wie das klingt, würdet ihr das Elex aufgeben, um einer anderen Fraktion beizutreten? Das ist ja... Das ist so das, was du als Spieler sagst. Oh, ich trete der Fraktion bei, aber doch nicht, was der Mensch innerhalb der Welt sagen würde, oder? Da würde man doch eher sagen, man schließt sich jemandem an, man folgt jemandem, aber doch nicht, oh, ich trete jetzt mal der Fraktion hier bei. Das klingt doch irgendwie ein bisschen, das ist doch hier keine, das ist doch keine Wahlfraktion, der man einfach mal so beitreten kann oder so. Ja, seien wir mal ehrlich. Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Ich schulde den Elexitoren nichts. In Ordnung. Dann hast du dich offenbar ebenfalls von ihrem Einfluss befreien können. Würdet ihr das Elex aufgeben, um einer anderen Fraktion beizutreten? Nein. Elex ist noch ein Teil von uns. Und wir werden selbst entscheiden, wie lange noch. Wir sind jetzt freie Menschen und werden nicht den einen Herrn durch einen anderen austauschen. Ah ja, okay. Wo wir gerade bei Kallax waren. Wann habt ihr Elexitor Kallax das letzte Mal gesehen? Ich glaube, da wart ihr beiden noch auf dem Schlachtfeld und habt zusammen gegen die freien Menschen gekämpft. Ist also schon eine ganze Weile her. Und hilft mir offensichtlich nicht weiter. Warum solltest du mir was erzählen, was passiert ist, als ich dabei war? Was genau macht ihr hier, Inidan? Wir verstecken uns vor den Alps und versuchen zu verstehen, was mit uns geschieht. Wir beginnen, Dinge zu spüren. Oh, okay. Ja, schon klar, die beginnen, Emotionen zu spüren. Was genau? Ein Gefühl der Schuld und der Angst vor dem Tod beschäftigt uns. Aber wir spüren auch Hoffnung. Hoffnung, dass die freien Menschen uns Schutz gewähren könnten. Schutz vor unseren eigenen Artgenossen. Schutz? Ja, vor allem die Berserker, die werden welche sein, die Leute aufnehmen. Also, ganz ehrlich, ich meine, wir können es ja mal probieren. Weil das war ja eigentlich unser Auftrag, die Typen zu finden. Ich glaube aber kaum, dass da jemand mit sich reden lässt. Ich könnte mit den Berserkern reden. Wenn du einem geeigneten Berserker begegnest, der sich mit uns hier draußen beschäftigt, überbringe ihm eine Nachricht von uns. Sag ihm, dass unsere Gruppe hier einen Waffenstillstand will und um Schutz vor unserem gemeinsamen Feind bittet. Du sprichst von Asyl? Egal, wie die Unterstützung aussehen mag, wenig ist besser als nichts. Es würde vermutlich schon reichen, wenn wir nicht auch noch von den Berserkern gejagt würden. Geh und sprich mit ihnen. Du bist nicht mehr so wie wir. Auf dich werden sie hören. Naja, bin mir nicht ganz so sicher, wenn ich ehrlich bin. Ja, hier ist es nämlich. Der Berserker Harkon schickt mich. Tatsächlich. Nun, dann bist du entweder hier, um uns zu töten, oder du hast eine Nachricht für uns. Harkon sagt, ihr hättet seine Männer hier in der Gegend umgebracht. Nun, das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, wir waren dabei, als der Spähtrupp der Berserker hier vorbeikam und von uns angegriffen wurde. Sie hatten keine Chance gegen uns. Du musst verstehen, wir waren Soldaten von Xakor und befolgten Befehle. Aber jetzt zählen wir uns nicht mehr zu ihnen. Nicht, solange die Alps blind dem Wort der Elexitoren vertrauen. Wir sind jetzt Separatisten. Sag den Berserkern, dass wir die Sache wieder gerade rücken wollen. Sag Harkon, dass wir einen Waffenstillstand ersuchen und ihren Schutz gegen unseren gemeinsamen Feind brauchen. Beeile dich.
Wenn sie uns hier draußen finden und angreifen, ist es zu spät. Naja, ob das funktionieren wird? Ihr werdet von Alps gejagt? Ja, Alexitor Parsec hat uns eine Gruppe Separatistenjäger auf den Hals gehetzt. Das Mana hier in der Umgebung macht uns schwach. Die Separatistenjäger zwar auch, aber wenn sie uns erwischen, sind wir geliefert. Sie sind uns zahlenmäßig überlegen. Okay, ja, die kann ich mir dann auch mal anschauen. Ich schau mir eure Separatistenjäger mal an. Aber sei vorsichtig. Sie sind zu fünft, wie wir ausmachen konnten. Zu fünft? Na gut. Wo sind diese Separatistenjäger? Ihre letzte Position war nordwestlich von hier. Gemäß Protokoll werden sie dort auf Verstärkung warten, da sie unsere Mannstärke nicht kennen. Dementsprechend sollten sie sich noch in der Nähe ihrer letzten Position aufhalten. Sieht gut aus. Das ist ja toll für uns, dass das so funktioniert. Oh, Machtstöße, nicht wenige. Gibt's hier noch mehr von dem Zeug? Ja, dann kümmern wir uns erstmal kurz um die Alps und dann gehen wir nochmal bei Dingens nachfragen hier. Ich bezweifle zwar fast, dass Hakon das einfach so machen wird, aber hey, wir können ja mal fragen, ne? Fragen kostet ja nichts. So, nordwestlich hat er gesagt, ne? Also in der Richtung. Gucken wir doch einfach mal. Das Mana macht sie also schwach. Ach Gott, da ist schon wieder so ein Vieh. Keine Lust, mich mit dem noch anzulegen, muss ich mal ehrlich sagen. Irgendwas hat mich gesehen. Ach, die komische Spinne da. Eine Sumpfspinne. Aber die hat ja keine Chance mehr gegen uns. Na, fast. Wenn ich ausweichen würde. Sehr gut. Manch Kaya macht sich ja wenigstens langsam mal. Ah komm, gegen um die Alps will ich mich jetzt wenigstens noch ganz kurz kümmern, muss ich sagen, weil wir haben in der Folge so wenig geschafft. Was das früher wohl mal war? Was sind denn das für welche? Sind doch keine Alps, oder? Ohne. Ah, ich glaube, gegen die hat man gegen solche nicht schon mal gekämpft, als wir den Bogen finden mussten oder so. Ich erinnere mich da so leicht. Auf jeden Fall haben die auch Ausdauer, deswegen sind sie machbar. Das war dumm von mir. So, solange ich die immer schocken kann und Kaya dann von hinten ein bisschen draufhaut, passt das alles schon. Und tot. Die geben 125 und die sind auch nicht sonderlich schwer, muss ich mal ehrlich sagen. Also wie gesagt, alles ein bisschen komisch. So, wo sind jetzt die Alps hier? Nordwestlich. Ich bin nordwestlich. Vielleicht sollte ich einfach mal ins Questlog gucken. Da vorne ist eine Menge an Gegnern. Vielleicht sind sie das, ja. Also da ist eine Gruppe an Gegnern. Fünf sollen sie angeblich sein. Fünf Stück. Gucken wir mal ganz kurz. Erstmal hier vielleicht noch den anderen Gegner erledigen, der hier irgendwo rumrennt. Wo ist er denn? Bevor der uns in den Rücken fällt. Ach da, noch eine Pestratte. Und tschüss. Verschwend doch hier nicht noch mehr Schläge. Ja, ich glaube, dass... Ah ja, guck mal, da sind sie. Okay, Freunde. Dann würde ich ganz klar sagen, wir speichern kurz und dann hauen wir den Schild rein und dann gucken wir mal, dass wir die erledigt kriegen. Hallo. Ach, die sind geschwächt. Ach Gott, da hat jemand einen Flammenwerfer. Willst du mich verarschen? Hallo. Ich muss den Typen mit dem Flammenwerfer ausschalten. Als erstes. Also zumindest in den Nahkampf zwingen. Das ist das Wichtigste. Sehr gut. Okay, Kaya ist tot. Das ist auch nicht so wichtig. Wenn ich sie jetzt alle in den Nahkampf kriege, jawohl. Also was heißt nicht so wichtig? Ist halt nicht so schlimm. Da haben sie mich erwischt. So, bloß halt aufpassen, dass ich nicht zu weit weggehe. Genau, damit die nicht das machen. Aber das kannst du dann auch ausnutzen, um zweimal schön drauf zu hauen. Aha, daneben. So. Erledigt. Ja, und jetzt ist... Solange ich halt die den richtigen Abstand halte, ist das jetzt kein großes Ding. Ich muss halt nur den richtigen Abstand halten. Und vielleicht nicht getroffen werden. Das wäre auch noch geil. Sehr gut, der ist gleich tot. Na, also... So ein Einzelner jetzt wird ja wohl kein großes Problem mehr darstellen. Sehr gut. Mensch, das ging ja gut. 800 Erfahrungspunkte. Ja, das Schlimmste war der Typ mit dem Flammenwerfer halt. Danke, dass du da warst. Da bringt mein Schild halt nicht so viel. Ja, ja, ich krieg's mal wieder hin.
Ich krieg das alles hin. Schade, dass ich den Flammenwerfer nicht mitnehmen kann. Aber wir haben, glaube ich, einen Flammenwerfer, ne? Wir haben ja schon mal benutzt. Wir haben auch einen mächtigeren Flammenwerfer, den können wir bloß noch nicht tragen, leider. Gut. Ach, da kommt gleich was raus. Guck mal einer an. Spinne. So schön hinter sie. Und dann zerballern hier. Schön hinter sie wieder. Zack, zack und Schiss. 60. Naja, 60 Erfahrungspunkte geht. Aber wir kriegen eine ganze Menge Sachen, die wir später wieder verkaufen können. Das ist halt das Gute, dass wir... Ah, ist noch einer. Wusste ich doch. Meine war jetzt nicht so unauffällig, dass man das nicht hätte sehen können. Schön. Geil. Danke. Mann. So. Jetzt hau ich dich aber um, du blödes Vieh. Na also. Na also, passt das doch. Gut. Dann ab zu den Typen zurück. Dann kann ich mir die Melonung nämlich schon mal abholen. Den Hornwolf können wir ja auch noch kurz mitnehmen. Okay, das war dumm. Das war mein Fehler. Ja, sehr gut, Kaya. Stimmt. Siehst du, ich habe schon ganz vergessen, dass sie ja eigentlich eine Magierin ist, weil sie das schon wieder so ewig nicht gemacht hat mit ihrer komischen Magie. Weil sie das halt fast nie macht. Oh, guck mal, da ist ein Weltenherz. Nice. Sag ich mal. Die haben hier ein Weltenherz im... Die haben ein Weltenherz im verbotenen Tal. Oh, der war noch gar nicht tot. Ups. Oh, da ist noch was. Noch einer. Interessant. Warum bauen die ein Weltenherz im verbotenen Tal auf? Vielleicht war das schon eher da. Wer weiß. Aus der Nähe sehen die gar nicht mehr so geil aus, muss man mal ehrlich sagen. Ah, aber hier gibt's Mana. Nice. Das nehme ich doch ganz gerne mit. Das können wir für Kaya gebrauchen. Und im Notfall kann ich es verkaufen. Findet man obendrauf was? Vielleicht irgendeine geile Pflanze, wenn ich schon mal hier bin. Ich meine hier... Hier wachsen ja auch alle möglichen Bäume drauf, aber leider keine Pflanzen. Schade, hätte ja klappen können. Gut, dann nochmal ganz kurz hierhin zurück. So, ich habe erstmal eure Alps erledigt und dann kümmere ich mich jetzt um Harkon. Da müssen wir ja mal wieder zu den Berserkern, Menschenskinder, ey. Eure Verfolger sind Geschichte. Wirklich? Ein erleichterndes Gefühl macht sich bemerkbar. Wer hätte gedacht, dass wir einmal als Abtrünnige Seite an Seite gegen die eigenen Männer kämpfen müssen? Damit hast du uns einen großen Dienst erwiesen. Nimm dies als Dank dafür, Commander. 250 Splitter, das geht. Ich will mal ganz kurz was gucken, wie hoch sind wir denn? Dann sind wir schon wieder... Nee, aber wir haben bald ein Level-Up. Guck mal, da fehlt ja wirklich kaum mehr was. Das ist doch sehr nice. Gut, dann mal ganz kurz. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Typ in Goliath rumstand. Bei dem waren wir halt einmal, ne? Und danach nie wieder. War das nicht der Typ, wenn wir hier runter sind? Da vorne einfach geradeaus. Hier rechts ist ja Angrim. Der Typ da geradeaus war es, glaube ich, ne? Ja, guck mal einer an. Ich habe deine Alps gefunden. Und jetzt bringst du mir ihre Köpfe, will ich hoffen. Nein, ich habe mit ihnen gesprochen. Du hast was getan? Ich hoffe für dich, dass du einen guten Grund dafür hattest. Ja, Tag erstmal. Wir haben uns seit Monaten nicht gesehen. Huch, was war das denn? Wir reden ja von Separatisten und wenn sie deine Männer... Gut, wir wissen ja, sie haben seine Männer getötet, deswegen... Wir reden hier von Separatisten. Separatistische Alps? Das kann ich kaum glauben. Diese Separatisten möchten nicht mehr gegen die Menschen kämpfen. Ha, dass ich nicht lache. Wollen sie jetzt Frieden oder was? Sie bitten um Schutz vor dem gemeinsamen Feind, den Alpsoldaten. Ist das dein Ernst? Alps, die um Schutz vor anderen Alps bitten? Wo sollen diese schutzbedürftigen Alps denn sein? Ich warne dich. Erzähl mir keinen Mist, klar? Sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Ja, und hier haben wir jetzt im Prinzip wieder die Entscheidung. Wollen wir ihm sagen, wo diese schutzbedürftigen Alps sind? Oder wollen wir es ihm nicht sagen, beziehungsweise, also wollen wir ihm entweder einfach belügen, wollen wir ihm die Wahrheit sagen, oder wollen wir es einfach direkt von Anfang an für uns behalten? Das ist im Prinzip die Entscheidung, die ihr jetzt natürlich wieder treffen dürft. Und ich würde mal sagen, wie ihr euch entschieden habt und
Was das am Ende für die Alps bedeutet, ob die hier Asyl kriegen oder nicht, das seht ihr dann natürlich erst in der nächsten Folge von Let's Play Elex. Bis dahin und ciao.